Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks mit mir, dem Wicked, und diesmal alleine, leider nicht mit dem Neuvil, aber vielleicht in den nächsten Folgen mal wieder mal schauen. Und diesmal machen wir zwei Level 4er oder Tier 4er Matches, einmal mit dem hier, mit dem deutschen Panzerkampfwagen 38 Tonnen, und danach werden wir nochmal mit dem Valentine zocken. Ja, und ich würde sagen, wir labern hier mal gar nicht viel rum, sondern sehen uns direkt im Match wieder. So, da sind wir auch schon wieder, Himmelsdorf im Winter. Und wir müssen die Flagge einnehmen. Und warte, ich muss mich erstmal orientieren. Wir schwenken einmal um 180 Grad und fahren hier nochmal den Hügel hoch. So, meine Lieben. Relativ gutes Match, Level 4er Match mit ein paar Dreiern dazwischen, und schauen wir mal, was wir so reißen können. Vielleicht fahren wir ja sogar einen Sieg nach Hause, das wäre ganz cool. Doppelte Punktzahl. Oh, da kommt schon der erste. Mein Freund, dich habe ich gesehen. Oh mein Gott. Da sind schon drei Stück, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Und da kommt schon der nächste. Alter Schwede. Ja, hier werden wir ordentlich was zu tun haben. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nicht mal angekratzt, das gibt's doch nicht. Probieren wir es nochmal. Abpraller, das gibt's doch nicht. Ja, Leute, andere Taktik, würde ich sagen. Oh mein Gott, die kommen hier, ja. Wir sollten Rückzug antreten. Oh mein Gott. Erstmal abhauen hier. Dreh dein Türmchen. Wir fahren mal unten rum. Bleib stehen, dreh dich doch. Eieieiei. Aber ich muss nochmal was an den Grafikoptionen drehen irgendwie. Knapp über 20 Frames nur. Irgendwas läuft hier schief, irgendwas läuft verkehrt. Jawohl, noch einer, komm. Jawohl. Unser Kill. Unser Kill. Eieieiei, 20 Frames, das gibt's doch nicht. Da muss ich gleich echt mal gucken. Oh, oh. Ein Hetzer. Der ging nicht durch. Scheiße. Das ist schlecht. Der ging durch. Der auch. Er hat uns nicht getroffen. Na, da haben wir Unterstützung. Sehr gut. Wir müssen mal gucken, wie der steht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Scheiße. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, wir müssen ihn von der Seite holen. Geht so nicht. Ah, sehr gut. Haben wir Unterstützung bekommen. Da müssen wir mal schauen. Die Flagge wird eingenommen. Müssen wir gleich mal gucken, nicht dass sie hier unseren Weg kreuzen. Müssen wir aufpassen. Okay, der ist down. Alles klärchen. Ja, das wird doch, das wird ein Sieg, Leute. Ich sag's euch. Jawohl, knock ihn aus da hinten.
Jetzt müssen wir mal aufpassen. Erwischt. Jawohl, unser Kill, sehr gut. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Wo ist denn der? Ach, hinterm Bahnhof wahrscheinlich. Jawohl, ein Schuss noch. Ah! Komm schon, zeig dich. Komm, fahr vor, fahr. Ah! Mist. Ja, kriegen wir ihn nicht. Ja, einer lebt noch. Und wir nehmen die Flagge ein. Das sieht doch gut aus. Oh, versteckt sich der Letzte. Aber wir bleiben hier mal stehen. Noch ein Minütchen, dann haben wir die Flagge. Und das wird ein Sieg. Den Panzer finde ich gar nicht schlecht. Also ich werde jetzt die Reihe verfolgen. Mit dem Tiger. Das hört sich ganz spannend an. Da werde ich mal gucken, dass ich da ordentlich zocke und schön viele Erfahrungspunkte generiere. Damit ich immer vorwärts komme. Nochmal ein Level 5er dazu. Das wäre ganz nice. Da haben wir doch. Jawohl, Sieg! Sieg, alle sind zerstört. Und da haben wir nochmal schön Schaden gemacht. Herrlich. Bin ich mal gespannt. Jawohl, 1100 Erfahrungen. Perfekt. Gucken wir hier mal rein. 25 Schüsse, 15 Direkttreffer. Genau, knapp 500 Schaden. Wunderbar. So wollen wir es haben. Okay, okay. 160 Schaden ermöglicht. Ist doch auch top. Und ja, das hebt meinen Schnitt ein bisschen. Ja, sonst habe ich deutlich weniger Erfahrung. Gut, jetzt habe ich auch das Doppelte bekommen. Für das Tagesgefecht. Und dann gucken wir mal eben in die Forschung rein. Ob wir hier noch... was wir hier noch forschen können. 1500 Erfahrung. Dann würde ich sagen, holen wir uns auf jeden Fall hier die Ketten einmal, damit ich die größere Wumme ausrüsten kann. Jawohl, perfekt. Und ja, dann würde ich sagen... Bleibt noch der Valentine, nächstes Match und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Bis gleich, Leute. So, liebe Leute, da sind wir wieder mit dem Valentine unterwegs in einem Fünfergefecht. Ja, wir müssen unsere Flagge verteidigen und aber auch die gegnerische Basis einnehmen. Und ich muss mal gucken, der Valentine ist mega lahmarschig. Fährt auch nur 24 Spitze. Oh, jetzt, meine Güte, ey, macht doch mal hinne da vorne. Ja, also wir werden auf jeden Fall ein bisschen länger brauchen mit dem Gefährt hier. Wie ihr schon seht. Gerade wenn es auch mal ein Stück bergauf geht. Ah, jetzt habe ich vergessen, die Grafik ein bisschen höher zu niedriger zu drehen, meine ich, damit ich ein paar mehr Frames habe. Aber egal, oh, mit 8 krüppeln wir uns hier hoch. Da kommen schon die ersten Scouts vorbei. Ach, Leute, Leute, Leute. Ja, diese Reihe verfolge ich auf jeden Fall auch. Als nächstes kommt der Churchill 1. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist, glaube ich, ein schwerer Panzer. Ich kenne mich zwar gar nicht so gut damit aus, mit dem ganzen Namen. Und ach, dafür spiele ich das einfach noch nicht lang genug.
Aber das wird, denke ich, auch nochmal kommen, dass ich dann irgendwann Bescheid weiß, wenn jemand sagt, oh, ich fahre den und den, dass ich weiß, yo, ach der. Wir müssen uns hier mal eine gute Position suchen. Jetzt fahr doch mal. Digga. Jawohl, Ausgeschaltet. unser Kill. 20 Damage. Ja, sonst fahre ich ja eigentlich nur, ja, viel Jagdpanzer fahre ich. Schön schnell. Oh. Ah, der fährt weiter. Ach, das war's. Nein, da hat uns der Hetzer geholt. Ja, schade. Bin ich mal gespannt. Wir können uns das ja nochmal eben zu Ende angucken. Dauert ja nicht mehr allzu lange. Vielleicht gewinnen wir das ja doch noch. Das wäre ganz cool. Ah, links unter der Playlist seht ihr auf jeden Fall auch, wo ich Treffer geländert habe und wie viel Schaden ich gemacht habe. Ich sag nur XVM-Mod. Modpack von Diclovid ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt, müsst ihr mal gucken. Sie haben die Seeschlitze getroffen, kann nichts mehr sehen. Der Fahrer Die wird Seeschlitze haben sie gestört, die Steuerung getroffen. reagiert nicht. Ja gut, aber das müssten wir eigentlich machen, ne? 4 gegen 2, 4, 6, 8. Ja. Doch, ich denke mal, das passt. So, hier haben wir noch einen 4%er. So, wie sieht's hier aus? Oh, was haben wir hier denn für einen? Stuck 3. Auch nicht schlecht aus. Na komm, die 4 holt ihr doch noch, Leute. Na komm, hol ihn dir. Jawoll. Da haut er richtig rein. 230 Schaden mit einem Hit. Na komm. Jawoll. So, 2 sind noch übrig, Leute. Ach, da hinten. Okay. Da gehen wir mal näher ran. Hier, der ist an der gegnerischen Basis. Ja. Die Grille ist weg. Ach, da ist der Letzte. Da hat sich der Letzte versteckt. Jawoll. Immer rin. Na komm, nochmal. Jawollo. Ja, perfekt, super. Zweites Game heute, zweiter Sieg. Wunderbärchen. Na, mal sehen, was wir jetzt für Pünktchen bekommen. Ja, 550, doppelte Erfahrung, das passt. Und dann gucken wir noch mal in die Forschung rein. Da schlage ich einfach mal vor. Hole ich mir auf jeden Fall mal den nächsten Motor. Weil so geht das ja gar nicht. Da kommt ja nicht zu Potter hier. Okay, Motor ist gekauft. Also kann es auf jeden Fall weitergehen. Na gut, Leute. Das waren noch zwei schöne Matches. Beim zweiten haben wir zwar ein bisschen abgekackt, aber egal. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Vielleicht dann wieder mit dem Neuville. Mal sehen, wie er Zeit hat. Also Leute, danke fürs Zusehen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Wicket. Ciao.